Wir müssen jetzt auch irgendwas mit ihr bestimmt machen, dass sie abhaut. Vielleicht können wir sie damit bewerfen. Nee. Oder damit. Oder wir können sie schlagen mit dem Poster. Oder wir blenden sie mit der CD. Nee. Oder wir erstechen sie mit Zahnstochern. Nee, leider auch nicht. Was haben wir denn noch? Wir Drosseln sie mit einer Socke. die haben wir immer noch. Wir können die noch. Nee. Haben wir noch was? Wir könnten sie mit Blenden. Essen locken. Ja, mit Ja. Marzipankartoffeln. Blenden. Aber die hat auch eine Sonnenbrille auf. Okay, nix geht. Nix geht. Warte mal, ich will jetzt mal noch mal hier Die reingucken, weil wir CD sind jetzt abspielen, weiter. dann das habe ich auch gedacht, aber es gibt, glaube ich, nirgends einen CD-Player oder sowas. Besteht aus drei Kleidungsstücken. Na gut, das haben wir ja eigentlich. Ja, genau. Sollen wir das einfach. Ich weiß jetzt auch nicht genau, da Nee. steht gar nichts davon, dass wir sie vertreiben müssen. Ich meine, da ist ein Vorhang, die würde uns gar nicht sehen. Vielleicht, aber vielleicht müssen wir in unsere Kabine, um uns umzuziehen, vielleicht oder so. Das wäre ja. Ich glaube, in irgendeinem alten Fallout war es, aber vielleicht in einem anderen Rollenspiel. Da ist es tatsächlich so, dass jemand sagt: So, hey, du kommst hier nicht rein ohne die offizielle Verkleidung von unserer Gang. Und dann kann man die anziehen. Und dann sagt der, nachdem man die vor ihm angezogen hat: So, willst du mich verarschen? Ich habe dich gerade gesehen, wie du das vor mir angezogen hast. Das ist nicht schlecht. Ja. Ah. Lautsprecher an der Bar. Lautsprecher, Ja, die kann aber ich die nicht sind kein, genau, benutzen. die sind kein Objekt. Geh mal. Was ist denn da Ich unten? weiß es Nee, ach, nicht. das ist der andere. Guck mal in online nach. Okay. Der Sipoloni ist abgelenkt. Ich muss den Chat halt lesen. Du stehst auf dem Nee, Kabel. Synchronisation wird es auf jeden Fall nicht geben. Also ich habe eh gemerkt, während ich jetzt hier den Kanal wieder betreibe, ist es eh super schwer mit dem Spiel und ich komme nur sehr langsam voran. In den quasi unter Anführungsstrichen Urlaubsmonaten werde ich da mehr machen können. Aber ich muss das Projekt entweder ein bisschen kleiner noch planen, als ich das geplant habe, oder es dauert halt wirklich viele, viele Jahre, bis das fertig ist. Aber das wird wohl eh sowieso nicht viele Dialoge haben und wenn dann nur Text, soweit ich das geplant habe. Je weniger Aufwand, desto besser. Und jetzt guck bitte online nach, was wir Ja, aber machen. mein Tablet ist fast leer. Aber ein paar Prozent habe ich noch. Aber ja, okay. Ich würde sagen, in die Kabine gehen und da umziehen. Ja, ich gehe währenddessen schon mal in die Richtung, damit wir dann ewig lang wieder zurücklatschen Gut. müssen. Gut. Okay, jetzt haben wir alle Teile der Verkleidung beisammen. Barkeeper täuschen werden, um an ihre Schlüsselkarte zu kommen. Wir basteln uns einen Hut, indem wir die Rose bla 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 zum Anziehen der Verkleidung. Modell geschmacklose Tussi müssen wir uns vor der Bar befinden. Dazu die Kleidung auf Nina anwenden. Muss ich jetzt echt tatsächlich in diesem Bild an einen bestimmten Ort Du musst, gehen? glaube ich, direkt vor die Schlüssel gehen Ach, und dich da erst verkleiden. Gott. Also genau das Gegenteil von dem, was man erwarten würde, wenn man Ja. sich schon irgendwo speziell Ja. umziehen muss. Das ist Warum dann dumm. direkt vor dem Barkeeper? Na gut, aber machen wir das halt. Versuchen wir es mal. Das ist aber schon Das ist ziemlich wirklich eine doof. blöde Stelle. Okay, also hierhin dann. Ich denke. Benutze Verkleidung mit Junge? Nee. Hä? Kannst du noch irgendwie. Ich verstehe das nicht. Wie wendet man denn dann die Sachen auf sich selbst an? Und welche Bar? Mach mal nochmal alle Fragezeichen auf. Oder kannst du irgendwie ein interaktives Menü öffnen, wenn du unten in die Leiste klickst? Also gibt es da so Ah, warte Symbole oder mal. sowas? Hä? Was machst du denn jetzt? Ich hab. So, jetzt muss ich nur noch einen leicht dämlichen Eindruck machen.
Dann könnte ich glatt als Zwillingsschwester durchgehen. Hä? Ich musste es einfach nur unten anklicken. Ach so. In der Leiste. Das stand in der Lösung aber nochmal. Man muss es auf sie anwenden. Na guck. Ist das dämlich? Na gut, okay, whatever. Also das wird auf jeden Fall, ich gebe das Projekt auf keinen Fall auf mit dem Spiel, aber das wird ein langwieriges Projekt. Hallo, Frau, auf jeden Fall. Jordan? Hey, nicht schlecht. Okay. Ich hätte gern meinen Zimmerschlüssel. Ja, sofort. Sie waren Frau Jordan, nicht wahr? Bin ich auch immer noch. Helfen Sie mir bitte noch mal kurz auf die Sprünge. Welche Kabine hatten Sie doch gleich? Verdammt, woher soll ich das wissen? Die Nummer kann ich mich gerade überhaupt nicht erinnern. Wissen Sie das denn nicht? Nein, tut mir leid. Hey, ich kann mir nur Telefonnummern wirklich gut merken. Ansonsten ist mein Gedächtnis leider nicht das Beste. Auf der Rückseite. Schauen Sie doch bitte kurz unten nach. Strengen Sie sich mal an. Entschuldigung, aber das bringt leider nichts. Tun Sie mir bitte den Gefallen und schauen Sie nach. Ich schreibe mir das dann auch sofort auf. Wird auch nicht wieder vorkommen, versprochen. Und verraten Sie bitte dem Captain nichts davon. Der schmeißt mich sonst raus und ich brauche den Job dringend. Ja, geht in Ordnung. Ich verrate keinem was. Wie kriege ich denn jetzt die Kabinennummer von dieser Katharina Jordan raus? Ja, wie denn nur? Der Portier müsste mir da doch eigentlich weiterhelfen können. Oh Gott. Auf der Rückseite von dem Magazin von der Frau Jordan ist das Titelbild des ersten Teils und drüber steht Game of the Year. Echt? Game of the Year steht da? Game of the Year kann ich nicht genau entziffern, aber wahrscheinlich. Umziehen. Game of the irgendwas. Ach Mann, ey. Jetzt das ist gerade echt eine bisschen nervige Passage, oder? Das ist wirklich mega nervig, Ich hoffe wirklich, dass das Spiel jetzt bald irgendwie mal ein bisschen zu Potte kommt. Hey, ohne Witz. Seit 100 Stunden beschwert man sich darüber, dass Leute kacke aussehen und dass sie behaupten, man würde gegen Türen laufen. Das ist eigentlich der ganze Plot bis jetzt. Na gut, einem wurde die Tasche geklaut. Aber das ist schon der Höhepunkt in der Dramaturgie bis jetzt. Jetzt müssen wir den Portier rufen und wissen aber nicht wie, weil wir den Bolzen nicht da rauskriegen. Ich kann nicht mehr. Mach nochmal das Hilfsbuch auf, was das sagt. Da steht gar nichts drin. Wirklich? Das Hilfsbuch ist scheiße. Na, aber vielleicht kriegen wir einen Tipp. Hier ist es mit der Portier, könnte sicherlich dabei behilflich sein, die Kabinennummer herauszufinden. Allerdings wird man ihn ohne Klingel nicht rufen können. Und danach ist erst das mit... eben. Eben. Wir sind so dumm. Um den Portier zu rufen, benötigen wir die Klingel einfach nur an dem Bolzen und fertig. Und dann mit dem Flaschenöffner draufhauen. Gott. Wir stecken jetzt einfach die Klingel auf den Bolzen da. Ja, genau. Und fertig. Ist das dumm. Und jetzt hau mit dem Flaschenöffner dagegen. Ja, oder mit dem Kopf. Ganz cool bleiben. Wir stehen das gemeinsam durch. Sie haben geläutet. Stark sein. Wie auch immer Sie das geschafft haben, während ich gerade die Klingel repariere. Tja, Chef Koch, wir haben es einfach drauf. Ist meine Handtasche mittlerweile wieder aufgetaucht? Nein, leider nicht. Nein, aber ich habe den Kapitän von dieser bedauerlichen Angelegenheit in Kenntnis gesetzt. Er wird sich höchstpersönlich darum kümmern. Ja. Tut mir leid, dass Sie bisher so viele Unannehmlichkeiten hatten. Das sage ich auf Arbeit auch immer. Schon gut, Sie können ja nichts dafür. dass sich irgendwer anders drum kümmern wird. Ich habe dem und dem schon darüber informiert. Ja, genau. Der hat mir aber noch keine Rückmeldung gegeben. Können Sie mir bitte sagen, welche Kabine Katharina Jordan hat? Darf ich fragen, worum es geht? Ich wollte Sie nur mal besuchen. Dann sollten Sie zum Pool gehen. Dort werden Sie Frau Jordan vermutlich finden. Oh, ja, prima. Und wenn ich ihr eine kleine Überraschung vor die Tür legen will? In dem Fall sollten Sie diese mir geben. Ich deponiere das Geschenk dann im Fach von Frau Jordan hinter dem Tresen.
und werde es ihr aushändigen, sobald sie hier vorbeikommt. Das ist auch viel sicherer. Ja, das werde ich dann machen. Das war vorerst alles, danke. Okay, das hat uns ja voll weitergeholfen. Jetzt ist er auch noch nutzlos. Echt mal. Ich weiß immer noch nicht, wie fair der Mann ist. Wir verkleiden uns als Frau Jordan. Aber wahrscheinlich funktioniert das bei ihm nicht. Eine perfekte Kombination aus Accessoires, die ich unter normalen Umständen auf gar keinen Fall anlegen würde. Dann... Diese roten Socken auch ziemlich nass gemacht. Keine politische Aussage, reine Zustandsbeschreibung. Aha, okay, das habe ich gerade noch gesagt. Aha. Ja? Was? Ja, ich weiß es nicht. Oh, ich habe eine Idee. Ich weiß es nicht. Ich werde wahnsinnig hier. Ja, jetzt guck halt nochmal in dein magisches Buch. Ich bin wirklich, also ich finde es echt bescheuert. So, schauen wir mal. Bla 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 bla. Leider verrät der Portier nicht. Deshalb geben wir ihm das Poster und wenden dann die CD als Spiegel auf den Tresen an. Gib ihm mal das Poster. Ich habe eine Idee. Könnte funktionieren. Wie soll man... Ich möchte Sie bitten, dieses Poster für Frau Jordan zu hinterlegen. Wie soll man da drauf kommen? Selbstverständlich kein Problem. Ich werde es in Ihr Fach legen und bei nächster Gelegenheit übergeben. Ja. Das ist nett, vielen Dank. Er wird sich übergeben. Gern und jetzt geschehen. Nimm die CD. Dafür bin ich ja schließlich da. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Und benutze die CD als Spiegel. Nicht. Um zu sehen, wo er das hinlegt. Dann bitte ich oder so. Sie, mich zu entschuldigen. Mhm. Ich habe da noch etwas Wichtiges zu erledigen. Okay. Aber wie? Eine, der als Untersetzer... Ich weiß es einfach nicht. Ach, das kann ich auf einmal... Die Schlüsselfächer spiegeln sich in der CD. Wenn der Portier das Poster tatsächlich in das richtige Fach gesteckt hat... Dann müsste diese Katharina Jordan in Kabine Nummer 2 untergebracht sein. Ach, endlich haben wir es rausgefunden. Okay, gut. Das ist ja wirklich bescheuert. Also, wie wird es denn darauf kommen? Tja. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein bisschen müde bin. Ich weiß es nicht. Aber ich finde das gerade so nervig hier. Diese Passage auf dem Schiff. Ja, das ist wirklich echt ein bisschen doof. Und so lang vor allen Dingen. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt endlich mal irgendwas vorangeht. Das hat mir der erste schon bis jetzt auf jeden Fall viel, viel besser gefallen. Der erste ist am Anfang auch sehr langwierig, finde ich. Bis mal so richtig Spannung aufkommt. Wenigstens. So, jetzt muss ich nur noch einen Leiter. Ich glaube, es fehlt halt einfach auch dieses große Mysterium am Anfang. Ja, genau. Weil was macht man denn hier bitte überhaupt? Außer rumpitschen. Jordan? Hey, nicht. So. Ich hätte gern meinen. Ja, gern. Oh, der liegt gleich hier vorne. Bitteschön. Kanalmitgliedschaft auf YouTube. Habe ich das nicht vor kurzem aktiviert? Wenn nicht, werde ich das jetzt dann mal machen. Das ist eine gute Idee. Gut, dass du mich dran erinnerst. Ich bin eh noch dabei, gerade den Kanal aufzuräumen und zu aktualisieren. Dann kann ich das auch gleich machen. Werde ich vielleicht morgen oder spätestens am Montag erledigen. Gute Idee. So, und wir haben auch die gute Idee, jetzt in Kabine 2 einbrechen. Jetzt können wir in die Kabine 2 einbrechen, endlich. Ach. Und dort werden wir wahrscheinlich unsere Tasche finden. Ja. Und dann und ist die Frau Jordan aber... abgetrennt. Ich hoffe es. Oder ein Alien. Oder irgendwas Interessantes, verdammt nochmal. Irgendwas. Aber so wie ich das Spiel kenne, wird sie rumbitschen, weil ihr Lippenstift weg ist oder irgend sowas. Bitte, Spiel, mach was Interessantes. Ist das jetzt Kabine 2? Kann ja, sein, keine oder? Ahnung. Scheint keiner drin zu sein. Und mal den Schlüssel an. Wobei, da hinten steht 7. Aber gut, oder 1. Könnte auch ein 1 sein. Ja, es wird schon passen. Ja. Ja, macht zwar keinen Sinn, warum 7, 2, vielleicht 4. Sieht das ist wahrscheinlich eine 1. Das sieht nur aus wie eine 7. Dann ist es 1, 2, 3. 1, Krankenstation, 2, 3. Sie hat tatsächlich unsere Handtasche. What? Diese nicht Bitch! Handtasche ist... Dann wäre die Ähnlichkeit schon extrem zufällig. Unglaublich. Ich schau noch mal kurz rein. Ja, das ist definitiv meine. Da ist ja auch der Kopf noch drin.
Bin mal gespannt, was die ehrenwerte Frau Jordan zu ihrer Verteidigung zu sagen hat. Ach Gott, gleich gibt's wieder so ein Bitch-Gespräch. Ah, oh, nein. Oh. Cool, danke schön. Das ist nett von dir. Wie gesagt, das werde ich so schnell es geht wahrscheinlich gleich morgen aktivieren. Eine Nadel im Heuhaufen zu suchen ist deutlich einfacher. Aber was bleibt mir anderes übrig? Mal hören, was die anderen meinen. Ich bin's. Nein, deswegen rufe ich ja an. Ich habe jetzt das halbe Schiff durchsucht und immer noch nichts gefunden. Das weiß ich selbst, aber es sind noch weitere Probleme aufgetreten. Ja, das hoffe ich auch. Allmählich wird die Zeit knapp. Und wir brauchen jetzt schon ein kleines Wunder, damit das Ganze nicht in einer gewaltigen Katastrophe endet. Okay, ich melde mich, sobald es was Neues gibt. Nicht sehr aufschlussreich. Nö. Puh, das war knapp. Wer war das? Und was hat er hier gesucht? Ein Passagier? Oder ein Besatzungsmitglied? Und von was für einer Katastrophe spricht er? Ich sollte wirklich aufpassen, mit wem ich worüber rede. Wirklich trauen kann ich wohl keinem. Mit Ausnahme des kleinen Oscar vielleicht. Glaubst du? Na gut, da liegt eine offensichtliche Zeitschrift. Die schauen wir uns noch an. Das Magazin scheint ziemlicher Müll zu sein. Aber sie haben George Rooney auf dem Cover. Das reicht als Kaufgrund. Dieser George Rooney. Und wie war das im ersten Teil? Dieter Dielen. Dieter Dielen. Und George Rooney. Ah, das nehmen wir auch einfach mal mit. Sag mal, wie George Rooney, was sieht man den? Oh Gott. Okay, danke. Das Magazin scheint ziemlich... Sieht auf die Entfernung eher ein bisschen aus wie dieser Hannibal-Darsteller. Nee. Find's schon. Bei mir, ich bin aber auch weiter weg. Das sieht aus wie 0815-Guy. Mir fällt der Name nicht ein. Mats Mikkelsen. Es scheint noch alles da zu sein. Nee, der sieht nicht aus wie Mats Mikkelsen. Ja, dann sieht er halt nicht aus wie Mats Mikkelsen. Warum wird die Einrichtung solcher Kabinen eigentlich meistens von farbenblinden Innenarchitekten entworfen? Das stimmt. Aber andererseits, wo soll sie sich sonst verstecken? Ich meine, hier ist wirklich nicht viel Platz. Irgendwelche Fernsehkommissare würden in diesem Bett vermutlich ein gutes Dutzend Beweise finden. Aber ich kann nichts Auffälliges feststellen. Disgusting. Hätte ich die Besitzerin nicht schon gesehen, würde ich aufgrund der Klamotten sagen, eine typische Tussi. Da ich die Dame ja aber bereits kenne, weiß ich, eine typische Tussi. Das ist auch, also, das ist... Sie ist so sexistisch. Die Klamotten sind definitiv nicht mein Geschmack. Das ist doch wirklich, ohne Scheiß. Das ist so Body-Shaming. Das ist eher Style-Shaming oder so, ich weiß nicht genau, was das ist. Body. Auf jeden Fall. Shaming ist es auf jeden Fall. Ich nehme mal an, über den Lautsprecher kann der Kapitän die Passagiere informieren, wenn das Schiff gerade gesunken ist. Okay, hier ist offensichtlich nichts weiter. Na gut. Wollen wir die jetzt wirklich konfrontieren mit unserer Tasche oder gehen wir erst zum Captain? So wie sie gesagt hat, glaube ich, konfrontieren wir die jetzt direkt. Ja. Es sei denn, da kommt gleich noch Katzin. Eine Katzin und eine Katze. Fliegt über den Bildschirm. Zufall? Ich glaube nicht. Oh, mir geht's ganz gut, Fallen Crusader. Eigentlich geht's mir vor allem deswegen gut, weil vor 2 Tagen habe ich meine Endergebnisse bekommen. Ich bin jetzt endlich durch mit dieser fucking Ausbildung. Yay! Und hab jetzt praktisch... Also jetzt ist alles durch. Mit allen. Und das ist cool. Weil jetzt bin ich praktisch im Arbeitsleben angekommen. Ja, das ist wirklich cool. Nach quasi 2 aneinandergereihten Studien wird es höchste Zeit, dass du endlich durch bist. Hi das Finn, hallo. Hallihallo. Ja, genau. Nach irgendwie gefühlt 10 Jahren. Ja. 10 Jahren nur lernen. Ja, mehr oder weniger. Und ja, deswegen, mir geht's gut. Und
Vor der Kamera, ja, ich finde es nicht schlimm. Also ich mag das, glaube ich, besser, wenn der Sebi dabei ist noch, als allein. Weil ich habe immer das Gefühl, ich muss so viel reden, wenn ich allein bin. Dabei stimmt das vielleicht gar nicht, aber ich fühle mich dann sicherer. Mhm. Wenn ein starker Mann an deiner Seite ist, um dich zu beschützen. Wenn ein starker Mann mich beschützt, fühle ich mich einfach sicher und geborgen. Okay. Ja, wir gehen jetzt einfach mal gleich zu der hin, oder? Ja, mach das. Vielleicht geht dann mal irgendwas voran. Ja, das lässt sich schon sehr viel Zeit jetzt. Es ist wirklich. Und vor allem, wir sind die ganze Zeit in irgendwelchen Ladebildschirmen. Ja, das stimmt. Das ist auch nervig. Ich meine, die Switch ist nicht die leistungsstärkste Konsole, aber guckt euch den einen Bildschirm. Ja, kann das so lange dauern, bis der geladen wird, wirklich. Und gleich slappt sie so. Über meine Handtasche, die ich in ihrer Kabine gefunden habe. Danke, Volkszeller. Sie waren in meiner Kabine? Dankeschön. Das ist Einbruch. Ich werde sie ins Gefängnis bringen. Wollen wir wirklich zum Kapitän gehen und die Sache dort klären? Okay, Sie haben recht. Lassen Sie mich die Sache erklären. Naja, im Grunde. Ich höre. Gleich, aber auf den Schreck brauche ich erstmal einen Drink. Ne? Sonst gebe ich gleich um. Den können Sie kriegen, aber dann will ich endlich wissen, was hier los ist. Was möchten Sie denn? Ein Gin Tonic? Bloody Mary. Ich trinke nur Bloody Mary. Kein Problem, kommt sofort. Der junge Tischtennis da hinten auch schon seit 5 Stunden. Ja. Aber lass mich raten, er hat jetzt kein Bloody Mary. Er hat leider Mary. Keine Tomaten mehr. Und dann müssen mehr. Wir irgendwie einen irgendwas fucking Rotes Bloody finden. Ja, oder die sowas. Socke schon. Ja, genau, die Socke. Sehen Sie, wir beide leben immer noch. Machen Sie nur Ihre Witzchen. Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen. Sie werden sehen. Das klingt wie eine Drohung. Ich hätte gern eine Bloody Mary. Meinen Sie, Alkohol so früh am Tag wird Sie das Elend dieser Welt vergessen lassen? Hallo? Ich dachte, Sie seien Barkeeper. Naja, Sie können den Cocktail gern haben, aber... Na prima, dann legen Sie mal los. Einen Moment. Jetzt kommt der Haken gleich. Hab's gleich. Nein. Kriegen wir Vielleicht wirklich hätte ich mir ja auch Cocktail? Einen bestellen sollen. Nüchtern sind einige Leute an Bord ja kaum zu ertragen. Alle. Das ganze Spiel ist nüchtern nicht zu ertragen. Aber denken Sie an meine Worte. Ja. Ja, das werde ich tun, sobald die große Flut über uns hereingebrochen ist und uns allen das Wasser bis zum Hals steht. Vielleicht sollte er sich mal ein bisschen mehr auf seine Drinks konzentrieren. Eine Bloody Mary in so einem Glas. Entweder will er mich ärgern oder er hat keine Ahnung von Cocktails. Ich finde leider die beide ziemlich doof in diesem Gespräch. Hm. Sowohl sie, die sagt, ich werde mir schon mal was. Ein sicheres Plätzchen für den Fall eines plötzlichen Weltuntergangs suchen. Ja, aber ich glaube, das geht in so Richtung Verschwörungsuntergangs. Ja, natürlich, natürlich. Deswegen sage ich ja, ich finde beide dumm. Ja. So, Frau Jordan, hier ist Ihr Cocktail. Und jetzt stirbt Danke. Sie. Okay. Weil wir Gift reingemischt haben. Oder irgendwas Interessantes muss doch jetzt mal passieren. So, dann legen Sie mal los. Okay. Was ich Ihnen jetzt erzählen werde, mag sich ein wenig seltsam anhören. Um des Cocktails willen den Cocktail geholt haben. Aber ich schwöre, es ist wirklich so gewesen. Fangen Sie doch erst mal an, dann werden wir schon sehen, was halbwegs glaubwürdig ist und was nicht. Gut. Ich kam letzte Nacht an ihrer Kabine vorbei. Okay. Die Tür stand ein Spalt offen und ich war einfach neugierig. Ich schaute durch den Spalt und sah einen maskierten Mann, der in ihren Sachen rumwühlte. Er muss mich wohl irgendwie bemerkt haben, denn plötzlich drehte er sich blitzschnell um und zog mich in die Kabine. Er presste mich gegen die Wand, seine Hand an meinem Hals. Ich wagte kaum zu atmen. Ich weiß nicht, wie lange ich so stand, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Vermutlich wusste auch der Maskierte nicht so genau, was er jetzt eigentlich tun sollte. Dann hörte ich leise Schritte auf dem Gang, die sich der Kabine näherten. Ich überlegte noch kurz, ob ich laut um Hilfe schreien sollte, als ich plötzlich eine Pistole vor meinen Augen sah. Der Mann zischte mir zu. Halt's Maul, sonst mache ich dich kalt. Ich war starr vor Angst. Und selbst als er mich losließ und mir die Tür vor den Kopf knallte,
habe ich mich nicht getraut, mich zu bewegen. Einen Augenblick später stand der Mann schon wieder hinter mir und zischte mir ins Ohr. Wenn du irgendjemandem erzählst, dass du mich hier gesehen hast, dann bist du tot. Du gehst jetzt zum Schiffsarzt und erzählst ihm, die Frau sei unglücklich gefallen und mit dem Kopf an die Tür geknallt. Und denk daran, was auch immer du tust, ich werde dich genau beobachten. Was hätte ich tun sollen? Geht's Ihnen nicht gut? Sie sind plötzlich so blass. Kann sie bitte wenigstens in der Cutscene sterben? Keine Ahnung. Wird bestimmt gleich wieder weg sein. Bloody Mary hilft immer. So, schon besser. Als ich in meine Kabine zurückkam, stand da plötzlich diese Handtasche. Ich hatte panische Angst, weil mir plötzlich klar wurde, dass der Mann jederzeit in meine Kabine kann. Ich schwöre, ich habe die Handtasche nicht mal angefasst. Jedes Mal, wenn ich sie angeschaut habe, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Ich weiß nicht, ich habe schon überzeugendere Geschichten gehört. Andererseits müssen Sie eine ausgezeichnete Schauspielerin sein, falls die Panik in Ihren Augen nicht echt ist. Haben Sie den Mann erkennen können? Ich... Sie sehen aber gar nicht so aus, als würde es Ihnen besser gehen. Soll ich vielleicht den Arzt rufen? Ich kriege irgendwie nicht so richtig Luft. Der Typ jedenfalls. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber er erinnert mich an... Frau Jordan? Tot. Frau Jordan, alles in Ordnung? Ach du Scheiße. Sie fing auf einmal ganz schrecklich an zu husten. Das wurde immer schlimmer und irgendwann hat sie kaum noch Luft gekriegt. Ein Satz und wieder Schwarzblende. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Weil die Leute wird das bestimmt wieder hinkriegen. Machen Sie sich keine Sorgen. Tue ich aber. Das hier sollte eine entspannte Schiffsreise werden. Aber davon bin ich ungefähr so weit entfernt wie von Hawaii. Ich sollte mich erstmal für ein Stündchen hinlegen. Meine Kopfschmerzen von diesem Zwischenfall mit der Tür werden wieder stärker. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn sie sagt, ich werde mich mal ein Stündchen hinlegen. Immer danach ist irgendwas blöd. Hm. Einige Zeit später. Ich sollte mich auf den Weg ins Restaurant machen. Bin gespannt, was mir der mysteriöse Passagier aus Kabine Nummer 5 über jetzt die seltsamen Vorkommnisse ein auf dem Spannung Schiff rein zu berichten hat. Mhm. Hey, wollen wir vielleicht irgendwie drüber reden, dass der Barkeeper offensichtlich die gerade vergiftet hat oder wie? Ist das jetzt irgendwie... Weil wer soll es gewesen sein? Entweder war es unsere Figur selbst oder der Barkeeper. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es wär interessant, wenn es unsere Figur selbst gewesen wäre. Hm. Aber nee, da wird gar nicht drüber geredet. Ich würde aber vorschlagen, dass wir vielleicht gerade mal 5 Minuten Pause machen. Ja, das können wir gerne machen. Und dann werden wir sehen, was der mysteriöse Mann in Schwarz...